Hallo, herzlich willkommen zur SPS IPC Drives. Hier am Stand der Elektroautomation darf ich Robert Lung vorstellen, Leiter Technisches Marketing Industriesensorik bei MTS. MTS auch auf der Messe mit am Stand vertreten. Welche Neuheiten kann denn der Anwender dort sehen? Also unser Geschäftsjahr 2014 war sehr erfolgreich für uns und sehr produktiv. Und deswegen sind wir stolz, dass wir einige Neuheiten auf der SPS vorstellen können. Und zu den Highlights zählen dann die Produkte wie der T-Serie, die neue T-Serie, die A-Serie. Und wir haben auch eine Produkterweiterung von der GB-Serie und eben H5. Könnten Sie ein bisschen noch konkreter auf die Produkte eingehen? Ja, gerne. Vorab ein paar allgemeine Informationen, also die Messtechnologie und Sensorlösungen von MTS basieren auf die magnetostriktiven Prinzipien. Und unser Kunde setzt unsere Lösung ein und wir erarbeiten mit Kunden dann eine innovative Lösung. Aber ganz konkret jetzt zu den Produktneuheiten, zu der T-Serie. Die T-Serie ist für den Markt, also Gasturbinen und Dampfturbinenmarkt dann konzipiert. Der Sensor hat ATEX und IECX Zertifizierung und erfüllt zudem die Anforderung gemäß des Sicherheitsintegritätslevel Ziel 2. Wir haben dann die A-Serie, das ist auch eine ganz neue Serie. Diese Serie ist speziell für den elektrischen Antrieb konzipiert, hat zwei Ausgänge, einmal die absolute SSI-Ausgang und einen Inkrementalausgang. Diese beiden Ausgänge ermöglichen eine exakte Position und Geschwindigkeitsregelung. Zielgruppen, die Sie damit ansprechen? Aufgrund der vielfältigen Montageoptionen haben wir eine sehr, sehr breit gefächerte Zielgruppen. Ich fange mit der Zielgruppen zum Beispiel industrielle Anwendungen an. Wir arbeiten mit Kunden zusammen, die Anlagen herstellen, um Getränke abzufüllen, aber auch Energie zu gewinnen, Kunststoff und Gummiteile zu fertigen, um einige zu nennen. Und für Mobilhydraulik haben wir dann Sensoren, die für Bau- und Landmaschine konzipiert wurden. Aber auch für Füllstandmessungen haben wir auch Lösungen, die in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Zum Beispiel Oil and Gas und Öltanks. Gibt es so allgemein im Markt jetzt Entwicklungen, Trends, die Sie so grundsätzlich sehen? Ja, also wir haben den Markt analysiert und wir stellen fest, also die Produkte, also der Trend geht dahin, dass es kompakter wird. Es wird dann ausgereifter in Sachen Industrie 4.0, aber auch in Richtung sicherheitsrelevanten Themen ist immer mehr ein Thema für alle wichtigen Branchen. Und so gesehen, natürlich die Kostenoptimierung ist immer ein Thema. So gesehen haben wir dann diese Trends aufgenommen und für uns dann intern dann analysiert, damit wir auch für die nächsten SPS-Messen auch weiterhin mit neuen Produkten präsentieren. Also die Trends Industrie 4.0 und Sicherheit sind auch Thema am Stand von MTS? Absolut. Wir haben zum Beispiel ein neues Design, ist eine Erweiterung von unseren Produkten von der GB-Serie. Und mit diesem Sensor kann man die Programmierung über Bluetooth realisiert werden. Das ist für uns dann ein Schritt Richtung Industrie 4.0. Damit haben wir die Technologie Führerschaft dann nochmal untermauert. Herr Lung, dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Messe. Danke. Dankeschön.